Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich weiter mit dem Lagerbau, ja, mit dem Bushcraft Camp. Wenn dich das interessiert, dann bleib natürlich dran. Bis gleich. Und zwar habe ich folgende Dinge mit. Ich habe meine Silke-Klappsäge, zwei Holzbohrer, meinen Hamm-Naturseil, verschiedene Beitel und selbstverständlich mein heißgeliebtes Gerber Strongarm. Ja, was machen wir als erstes? Selbstverständlich Holz suchen. Schnappe ich mir meine Silke-Klappsäge und wir werden uns auf die Suche begeben nach einem passenden Holzstück. Als erstes muss ich mir mal einen Baum suchen, der bereits umgefallen ist, weil ich möchte natürlich, wenn überhaupt, nur Totholz verwenden. Und wenn es geht, auch relativ stabiles Holz. Der sieht doch schon recht geschmeidig aus. Also, let's go! Stämme sind gesägt. Ich glaube, man merkt mir an, dass ich jetzt schon wieder komplett fertig bin. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir diese Stämme halbwegs auf eine Linie bekommen. Ja, sprich, ich stelle mir das dann ungefähr so vor, dass wir vier Außenstämme haben. Und zwar soll es dann in etwa so aussehen, dass wir hier zwei Außenstämme haben. Natürlich so gesehen jeweils vier Querbalken. Ja. Und dann kommt da oben drauf einfach eine Querlatte. Das Ganze werden wir hoffentlich zusammenbringen. Schauen wir mal. Meine Überlegung, das Ganze hier seitlich einzubohren. Also wir werden jetzt mal die Unterseiten etwas anspitzen. Jetzt haben wir das mal plan gemacht auf der Seite. Jetzt werden wir da versuchen, ein Loch zu bohren und dann kommen da Holznägel rein.
gefühlte 2 Stunden später, glaube ich. Mir ist so oft ein Holz zerbrochen, dass ich schon zum 3. Mal dasselbe Holz schneide bzw. Zusammenbasteln möchte. Also grundsätzlich hätte ich geplant, dass so die Querlatte mit den 2 Löchern, das habe ich jetzt ohne Kamera gemacht, weil es hat ewig gedauert. Hier auch, die Querlatte kommt hier rein, hier kommt dann der Holznagel rein, hier natürlich auch. Genau, und das Ganze wird dann als so gesehen als Querverstrebung dienen. Also, wie nicht anders zu erwarten, ich bin fertig und habe es komplett verkackt. Und zwar ist mir die Hälfte gebrochen, die andere Hälfte ist mir überhaupt weggespalten. So, top, würde ich sagen. Das heißt, ich gebe sicher nicht auf. Ich werde das jetzt noch irgendwie zusammenbasteln. Ich habe ja die Naturschnur.
Man merkt, ich war schon länger nicht mehr aktiv draußen, weil ich habe mir gleich einmal den Daumen mit dem Hammer gespalten. Ja, ist ein wenig Blut weggespritzt, aber das wollte ich euch mal nicht zeigen, weil sonst wird vielleicht noch das Video gesperrt oder keine Ahnung. So sieht es dabei aus. Ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden. Er steht halbwegs stabil. Er ist natürlich jetzt kein Meisterwerk, darüber braucht man gar nicht streiten. Ich werde da jetzt noch Bretter drüber legen, also so Bretter sage ich. Ich werde jetzt noch Äste drüber legen und dann ist er eigentlich fertig. Tisch ist soweit fertig. Ich würde sagen, wir genießen jetzt mal noch einen Tee geschmeidig auf meinem neuen Tisch. Wie gesagt, er ist nicht perfekt geworden. Ja, war mein erster Tisch, was soll ich sagen. Ich werde es auf jeden Fall für heute sein lassen. Es wird langsam, wie ihr seht, dunkel. Wir haben es jetzt 8:30 und ja, hat ganz schön lange gedauert. Also 3 Stunden habe ich sicher gebraucht jetzt. Ja. Der Tag ist auch schon wieder vorüber. War auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Ich habe doch noch einiges geschafft, obwohl es schon recht spät war. Ja, wie gesagt, verbesserungswürdig. Also wer den schlechtesten Tisch der Welt nachbauen möchte, beziehungsweise wissen möchte, wie man den schlechtesten Tisch der Welt baut, der sollte jetzt abonnieren, denn es geht erfolglos weiter im Lagerbau. Na, kleiner Scherz. Na, wie gesagt, ich bin nicht der größte Handwerker und ich bin mit Sicherheit kein Schönheits-, also kein Designer oder sonst irgendwas. Also, ja, einen handwerklichen Beruf werde ich nie lernen, weil ich es einfach, ich habe einfach 2 linke Hände, ich gebe es offen zu. Aber ich möchte es einfach probieren, ich möchte es einfach bauen. Mein Ehrgeiz ist größer als meine handwerklichen Eigenschaften, als meine Techniken, ja, und aus diesem Grund mache ich das einfach auch, einfach weil es mir Spaß macht, nicht weil alles perfekt sein muss, nicht weil alles gut sein muss oder toll sein muss, sondern einfach weil es mir Spaß macht. Auch wenn ich jetzt 3 Stunden gebraucht habe, der Tisch nur schief steht, vollkommen egal, ich habe wieder weitergemacht am Lagerbau. Mal schauen, wann es weitergeht. Ich habe noch einiges vor, wie gesagt. Wem Lagerbau oder generell solche Videos gefallen, der abonniert jetzt den Kanal, verpasst nichts mehr. Jeden Sonntag um 18 Uhr kommt ein neues Video, es sei denn, ich bin wirklich verhindert. Wie letzte Woche zum Beispiel, da ging es einfach gar nicht. Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall so weitermachen. Wir werden auf jeden Fall vieles noch gemeinsam erleben. Ich werde euch auf einige bis alle Touren, die ich so mache, mitnehmen. Und freut mich einfach, dass ihr immer dabei seid. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin, stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.